Willkommen zurück bei den Fotokollegen. Heute wieder Thema Bildbesprechung. Ein Foto von Klaus Schwarze. Vielen Dank, Klaus, dass du uns das Foto eingeschickt hast. Und ich sehe hier zwei große Flächen. Oben der Himmel und unten, ich würde mal jetzt klugscheißen, Flachs auf dem Feld. Das ist tatsächlich Flachs. Genau. Und wir haben eine schöne Zweiteilung. Ne? Oben etwas schmaler, unten ein bisschen mehr. Unendliche Weiten fast. Ja. Und wir haben natürlich eine sehr starke, ja auch sehr starken warmen Kontrast. Ne? Also warm-kalt-Kontrast meine ich. Kalt-warm-Kontrast auf jeden Fall, ja. Sehr ausgeprägt. Und viele Linien. Wir haben Fluchtpunkt. Wir zeichnen mal die Linien ein. Fang du mal links an. Da sind ja viele Linien, dass wir heute noch fertig wären. Genau, wir haben hier richtig viele Linien. Und die, das überrascht uns jetzt nicht, irgendwie alle auf einen Punkt zu wandern. Mach du die nochmal. Das sind die Linien, die auf den Fluchtpunkt zuwandern. Wir haben also einen Fluchtpunkt, ist also eindeutig, wenn es Architektur wäre, würden wir sagen, wäre eine Zentralperspektive. Hier ist es einfach nur eine Frontalperspektive, genau, des unendlichen Hintergrundes. Genau. Es gibt aber noch mehr Linien. Es gibt sogar noch so ganze Büsche von Linien. Ja. Nämlich hier immer, wie dieser Flachs liegt. Der liegt hier immer in so komischen Kurven. Okay, hier nicht, hier sind es wieder Linien. Aber hier vorne sieht man diesen, ne, diesen Bogen, den sind dieses so wellenartig, abgemähten Pflanzen da irgendwie bilden. Wie sieht es eigentlich mit dem Horizont aus? Das scheint auch eher so ein Hügel hier zu sein. Wir haben vorhin mal Lineal drangelegt. Ist die Frage, ob die Landschaft hier so ein bisschen einen Hügel hat oder ob es aufgrund des Weitwinkels vielleicht so eine tonnenförmige Verzeichnung ist. Man weiß ist. Es nicht genau. Man weiß es stört nicht. Aber auch absolut nicht. Also ich würde ich würd nicht sagen, bemängeln. Nicht. Also wenn es dich stört, Klaus, du weißt ja, wie es geht. Du kannst das ein bisschen vielleicht über die Objektivkorrektur, kann man ja auch bei einem fertigen Bild machen, mal versuchen, den Horizont irgendwie zu begradigen, wenn du denkst, dass das Bild das noch vertragen könnte. Wir würden auch gar nicht schneiden. Das ist eigentlich schön ausgewogen. Können wir uns sehr groß auch an der Wand vorstellen. In klein verliert es halt die ganzen Details. Ich würde das schon gerne groß sehen wollen. Es gibt aber so zwei Sachen, die ein bisschen von dieser harmonischen Aufteilung ablenken. Einmal auf der rechten Seite haben wir hier noch so ein Nebenbüschelfeld, nennen wir es mal. Das kann ein Wald sein oder so eine Hecke, Windfang. Irgendwie sowas in der Art. Und wir haben hier noch so einen ganz klitzekleinen dunklen Streifen am Horizont. Ja. Ich finde, die sind nicht bildwichtig. Und wenn man die herausnehmen würde, würde man wahrscheinlich einen harmonischeren Eindruck bekommen. Ich denke auch, ja. Es gibt noch einen Punkt, der mir auffällt. Dieser Fleck. Ja. Die Linien an sich, das liegt so schön, das Zeug, aber hier, da gibt es diese... Eigentlich hast du den einzigen Kreis, ne? Genau, genau. Naja, und da könnte man dann halt überlegen, doch ein Schnitt. Ja, ob man hier ein bisschen schneidet. Das tut dem Bild gar nichts, weil also der Fluchtpunkt, der ist ja auch nicht genau in der Bildmitte. Ne? Der ist ja schon, wenn wir die Linien... verfolgen. Ja, so aber wir haben die Linien Schnitt. Jetzt auch nicht so perfekt. Doch, und der Mähdrescher wahrscheinlich auch nicht. Und wenn wir das wegschneiden würden, dann würde der Fluchtpunkt ja noch ein bisschen mehr nach rechts rücken und vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr in den goldenen Schnitt, wenn man auf derlei Gestaltungshinweise Wert legt. Ja, ne? Man muss es ja nicht auf jedes Bild aufdrücken. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich glaube, ja, ist es eine Irritation oder... Also mich stört vor allem der schwarze Ring an der Seite. Wir sollten, glaube ich, jetzt mal schneiden. Dieses Bild mal schneiden ja. Und schauen, was übrig bleibt. Der Ring ist weg, der schwarze Ring ist weg. Wir haben das Bild auf der rechten Seite geschnitten, ungefähr einen Zentimeter oder so. Größer war das Ding ja nicht. Und... wir finden, dadurch ist diese Rhythmik noch so ein bisschen mehr betont, da die einzige runde Fläche, die es gab, die ist jetzt weg. Mhm. Und es ist natürlich, wie du schon sagst, ein bisschen nach rechts verrückt worden. Genau. Die Zentralperspektive dann. Und tut dem Bild eigentlich ganz gut, ne? Ja. Was siehst du? Also ich meine, im Himmel so ein paar Flecken zu sehen. Es scheint so ein bisschen, ich mach mal hier diesen Schnitt. Hier gibt es so Tonwertabrisse. Ja, das ist aber häufig bei Himmelsbildern, also weil einfach diese 8-Bit einfach nicht reichen, um diesen Tonwertreichtum des Himmels abzubilden.
Das wird bei deiner RAW-Datei sicherlich anders sein. Da wirst du diese Tonwertabrisse sicherlich nicht finden. Wir haben noch einen Hinweis, den geben wir nicht sehr oft, aber hier würde ich sagen, passt das? Schwarz-Weiß. Ich weiß, wir haben dann diese Kalt-Warm-Kontraste nicht mehr, aber du kannst natürlich ein Stück weit hemmungsloser überhaupt mit Kontrasten spielen. Das ist hier sehr weich, der Kontrast. Genau, wenn wir hier die Kontraste jetzt noch steigern würden, man kennt das, dann werden die Farben unnatürlich irgendwie und der Himmel ist ja schon schön blau. Er ist übrigens gut blau, er ist nicht zu blau, finde ich. Es ist stimmig. Natürlich. Und das würde ich sagen, kannst du nochmal ausprobieren. Also das Bild würde ich sehr, sehr gerne nochmal in einem richtig kräftigen Schwarz-Weiß sehen. Und dann würde auch das Rauschen, was wir jetzt sehen, wir nennen es jetzt mal Rauschen, im Himmel auch gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Vor allem die Details im Himmel, also das Rauschen, so nennen wir es mal, würden dann nicht mehr so stark auffallen. Es erinnert dann eher an Korn, aber bitte nicht verwechseln, Korn, das analoge Korn, nicht das Getränk, ist nicht mit Rauschen zu vergleichen. Genau. Hier sehe ich noch in der Mitte so einen Fleck. Siehst du das auch? Da ist das so ein bisschen gröber, da ist so eine grobe Struktur zu erkennen. Das ist hier auch nochmal. Würden wir jetzt nicht beschwören, wie es in 16-Bit aussähe, also bei einer großen Datei. Theoretisch besser, aber wahrscheinlich besser. Ansonsten auch da guckst du vielleicht einfach nochmal nach. Ja, aber muss man den Aufwand 16-Bit dann wirklich machen? Die Dateien werden natürlich riesig, du brauchst einen relativ leistungsstarken Rechner, damit du nicht bei der Retusche davor einschläfst. Ja, ich glaube, der Klaus hat das. Ja? Okay. Ich glaube, der macht das. Probier es einfach mal aus, guck, ob du einen Mehrwert für dich findest, genau. Ob es eher nervig ist, so einen langen Umweg dann zu gehen. Also schau einfach mal. Und schick uns gerne das Schwarz-Weiß einfach nochmal zu. Das würde uns wirklich sehr interessieren, wie das aussieht. Genau, so machen wir das, Klaus. Von daher alles Gute für dich und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns sowieso. Bis dann. Tschüss. Tschüss.